So, willkommen, Part 115 und für mich in den Schnitt. Bitte lass dieses Hogwarts Legacy Logo am Anfang drin. Das sieht cool aus. So. Und ich habe überlegt, es hilft ja nichts. Ich habe so viele Spiele, die ich spielen will. Ich werde jetzt einfach dieses Spiel durchspielen. Ich finde, Sie sollten stolz auf all Ihre gebrauten Tränke sein. Mit der, sorry, mit der Hauptquest weitermachen. Habe ich hier noch Tränke zufällig? Nein. Ah, gehe ich halt mit 17 Mega-Power-Tränke rein. Ich denke mal, jetzt ist ja auch noch nicht krasses. Wir müssen jetzt erstmal zu Gerbold Ollivander. Gleichzeitig versuche ich doch jetzt mal wegen den Demigeisen ein bisschen mehr Hogwarts zu erkunden. Er wird mich jetzt eh wieder auf denselben Weg führen. Aber ich möchte jetzt vielleicht einfach mal, sorry, Weintrauben, irgendwo Hogwarts, wo ich noch nicht viel war. Ja, Lehrerturm. Dann gucken wir jetzt hier mal nach Demigeisen. Oh, das sieht auch schon aus, das Bootshaus bei Nacht. Revelio. Und wenn ich einen Demigeist finde, dann mache ich halt Nacht. Einen kann ich noch abgeben. Hallo, Mr. Moon. Oh, seien Sie gegrüßt. Konnten Sie noch mehr dieser Demigeist? Ich frage mich, ob es genau nur so viele gibt, die man für ihn braucht, oder ob man danach noch welche findet. Ich habe tatsächlich ein paar Monde für Sie. Sehr schön. Bringen Sie mir ein paar mehr Monde und ich zeige Ihnen, wie Sie besser alle Humora wirken. Ich schaue mich weiter nach Demigeist-Statuen um und bringe Ihnen mehr Monde. Ich muss Sie für Ihren außerordentlichen Mut loben. Oh, vor allem, weil Sie nur nachts gesammelt werden können. Wartet kurz, ich habe vorhin ein Armband geschenkt bekommen und es ist nicht symmetrisch. Ich mache es gerade mal ein bisschen symmetrischer. So, jetzt muss ich es wieder ein bisschen enger machen. Ah ja, perfekt. Es ist symmetrisch. Ja, ist auch nicht zu eng, oder? Nee. So, perfekt. Es hat mir jetzt ja mal null geholfen. Komme ich hier oben zum Gemeinschaftsraum? Revelio. Ich habe keine Ahnung. Ja, komm ich. Als ob hier sonst nichts ist. Ich frag mich, ob im Gemeinschaftsraum Demigeise sind. Wäre irgendwie cool. Aber ich glaube irgendwie nicht. Mal gucken in meiner Hauskiste. Ah, hab da gerade keine mehr. Vielleicht bei den Toiletten oder so. Das denn? Wow, hier ist einfach nichts. Hier kann man einfach langlaufen, aber das macht noch nicht mal Sinn, da lang zu laufen. So, von wem ist der Schlafsaal? Nicht von mir. Hier ist nämlich nirgendwo dieses Eulenbrett. Dann geht's nochmal weiter nach unten. Ich gebe jetzt schon wieder auf. Hab jetzt schon wieder keine Lust, Demigeise zu finden. Dann nehmen wir jetzt den Weg, den die uns hier zeigen. Und vielleicht haben wir Glück und kommen jetzt noch da vorbei.
Schöne Mittelaltermusik. Revelio. Okay, das. Was sind das hier für Pinkelbecken im Stehen? Warum sind die so niedrig? Na gut, hier ist kein Demigeist. Gerbold Ollivander müssen wir sprechen. Ah, ich glaube, hier sind keine Demigeise. Hier bin ich doch schon häufiger langgelaufen. Ich könnte noch mal in der Küche gucken. Die ist aber nicht hier, also... Naja, dahinter ist auch keiner. Die wird das ja auch sonst sagen, wenn man da vorbeiläuft. Ja, ist egal. Ich werde Aluhumora 3 einfach nie lernen. Aber hier sollte doch noch irgendwo einer sein. Ich gucke jetzt mal hier nochmal. Revelio. Hier ist auf jeden Fall noch so ein Mottenrätsel. Das heißt, ich brauche eine Motte. Kann man auch hier unten rein? Was haben wir denn hier? Aluhumora. Okay, da war ich auf jeden Fall noch nicht. Ach so, ich muss das machen. Und wie sieht das gerade vom Design wieder richtig komisch aus, dieses Schloss? Ey, Tatsache! Es hat sich gelohnt. Dann bin ich ja mal schon zufrieden. Du gehörst mir, Demigeist. Ja, hat sich gelohnt, da lang zu gehen. Komm, dann reicht das jetzt auch. Dann fliegen wir jetzt. Vielleicht hier oben auf den Gewächshäusern könnte man auch nochmal gucken. Boah, das erinnert mich an diesen einen Jurassic Park Film. Wo man auch so weiter oben... Hey, hier war ich, glaube ich, noch nie hier außen. Sehe aber jetzt hier auch nicht wirklich einen Demigeist oder sowas. Ja, da in den Turm kann ich anscheinend auch nicht reingehen. Das hier ist außerhalb der großen Halle, ne? Auch richtig cool, könnte man sich beim Weihnachtsball treffen. Ah, hier war ich dann aber wiederum doch schon mal. Aber hier ist auch kein Demigeist. Oh, was ist hier? Achso, ich dachte schon, das Schloss ist vorbei. Oh, eine Bank, da kann man sich hinsetzen. Ja, komm, reicht. Wir gehen einfach jetzt in die Winkelgasse. Aha, hier ist auch noch eine Quest auf der Weltkarte. Ach, die da unten. Ach, das mache ich irgendwann jetzt nicht. Boah, ich verwechsel immer Hogwarts und Hogsmeade. Nein, nein, nein.
Gast Ollivanders. Ich hoffe, er hilft mir mit dem Zauberstab der Hüter. Ja, gucken wir mal. Hallo, Mr. Ollivander. Ich habe mich gefragt, ob Sie mir wohl bei etwas helfen könnten. Ja, Professor Fig hat mir mit einer Eule mitgeteilt, dass Sie kommen würden. Er war etwas kryptisch, sagte, ich müsste einen besonderen Zauberstab für Sie herstellen und dass Sie die Materialien hätten. Ja, Sir. Hier sind Sie. Oh, wie außergewöhnlich. Bemerkenswerte Form. So habe ich wirklich noch nie einen Zauberstab angefertigt. Zerbrochene Zauberstäbe repariert, ja, aber das ist etwas ganz anderes. Sie halten mich ganz schön auf Trab. Ich denke, ich kann mit dem arbeiten, was Sie mir gebracht haben. Ich sehe es mir an. Warten, warten, warten. Vor allem geht das so schnell? Ich dachte, das dauert. Nein, wieder diese blonden, grünen Wimpern, ey. Er ist fertig. Es wäre interessant, wenn dieser Stab später in Harry Potter nochmal vorkommt. So einen Zauberstab habe ich noch nie gesehen. Mein Verdacht, wie Professor Fig in seinem Brief andeutete, ist, dass er einem ganz besonderen Zweck dient. Ansonsten ist er wohl kaum zu gebrauchen. Ich verstehe. Danke, Sir. Immer noch Weihnachtsbeleuchtung. Können wir die jetzt mal abhängen, bitte? Ich fürchte, du bist allein. Ich habe dafür gesorgt, dass wir einen Moment ungestört sind. Ach, ich bitte dich. Kein Grund zu übertreiben. Nach allem, was Renrock jetzt weiß, musst du zugeben, dass wir die gleichen Ziele verfolgen. Unsere Ziele werden niemals gleich sein. Du überlässt den Kobolden, was rechtmäßig uns gehört? Das letzte Behältnis gehört allein den Zauberern. Wir sollten zusammenarbeiten. Ich weiß nicht. Was hast du denn da? Nichts, nichts. Aber gut, die Fingernägel zur Geltung kommen. Hat dein Besuch beim Zauberstabmacher mit unserem gemeinsamen Ziel zu tun? Nein. Ich weiß überhaupt nicht, was Sie meinen. Dieses Behältnis ist mein Geburtsrecht. Bitte jetzt nicht kämpfen. House Rookwood würde Sie nicht mal in der Nähe wollen. Wie überheblich. Ich hätte einfach nicht mit einem Kind diskutieren sollen. Ich sage ja immer, Kinder sollten gesehen werden und nicht gehört. Oh nein, wurde ich jetzt entführt? Hilfe! Ich hätte mehr Mega-Power-Tränke mitnehmen sollen. Oh mein Gott, meine Stimme ist komisch. Ich will nicht. So, ich musste das jetzt einfach xen, weil es einfach nicht anders ging. Tut mir leid. Ich
muss das eh nochmal machen. Ich mach das hier gerade komplett falsch. So, das nochmal x'en. Ey, wieso kommen da immer mehr? So, jetzt brauche ich. Ich bin ja hier nur am Zaubertränke trinken. Oh nein! Wie konnte das denn jetzt passieren? Jetzt habe ich wieder den Unsichtbarkeitstrank zuerst. Das bedeutet Ärger. Und ich. So, einfach alle jetzt erstmal X ziehen. So, jetzt brauche ich einen anderen, nämlich Donnergebräu. Weil ich die einfach zerstören muss. So, was kann man noch gut benutzen? Mehr Zauberschaden für mich. Shit, ey. So, jetzt brauche ich noch mal das. Oh, wie viele sind denn da noch? Hey, noch mehr? Oh.
Nein, Mega Power Trank nehmen. Ja, habe ich auch nicht. Das ist ja der Witz. Echt gar keine Chance. So, jetzt kommt wahrscheinlich der Hauptgegner noch. Zu mir gewechselt. Bin ich rot, ja. Was ist das denn hier? Ach, noch mehr Handlanger ist jetzt die zweite Runde. Ach du Scheiße. So, den X ich jetzt weg. Kommen eh noch welche. Ey, ich hab das eh niemals. Ist einfach der Endkampf. Oh Mann. Ich schaff das eh niemals. Ich schaff das nicht. Wetten, ich muss gleich nochmal gegen den kämpfen. Oh, ich schaff das eh nicht. Da sind ja noch mehr.
So. Jetzt. Bitte hab jetzt so einen Bug, dass ich das doch schaffe, aber ich schaff das nicht. So, deinen X'en. Ey, wenn das nur noch die drei sind vielleicht, aber das schaffe ich trotzdem nicht. Ja, sind da noch mehr? Ich schaff das nicht. Ich schaff das niemals. Keine Ahnung, wie ich das schaffen soll. So, X'en. Kann ja jetzt jemand mal einen Mega-Power-Trank dabei haben? So, einfach X'en. So, die X'en, dann habe ich hoffentlich nur noch den einen da. Boah, ich hoffe, das war's jetzt. Oh, jetzt nochmal der, oh Mann. Aber mehr werde ich nicht schaffen. Ganz oft einfach das drücken, 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 drücken. Bitte, 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 nicht nochmal, noch eine Runde. Noch eine Runde schaffe ich nicht. Ja, und vorbei. Mal gucken, ab wo ich das jetzt machen muss. Wenn ich es jetzt von Anfang an machen muss, dann sind das wirklich drei Runden, die ich durchhalten muss. Ey, das war doch einfach nicht abzusehen. Ist das alles? Du hast keine Chance. So.
schön mit dem Kranz hier arbeiten. So, X'en, das hat sich zwar gar nicht mehr gelohnt. So, ich muss halt mega Power-Tränke sparen. Was ist das hier für eine Kacke? Weg da. Wieso bewegst du die? Entschuldigung, ich war auf meinem anderen Bildschirm. Oh, warum passiert das? Oh, keine Ahnung, was da gerade los war. Tut mir leid. Nee, bin ich nicht. Möchtest du lieber wieder runter? Nee, will ich nicht. Ich werde erstmal. Nagel, du bist ziemlich leichtig. Das war noch gar nicht. Für diese Tat wirst du büßen. Oh Mann. Nee, irgendwie gefühlt war vorhin die zweite Runde leichter als die jetzt. Oh, wieso hat sie denn jetzt keine Alraune geworfen? So, weg da mit dem. Das ist wohl dein erstes Duell. Nein, ist es nicht. Ey, fast hätte ich jetzt vergessen, dass ich einen Powertrank nehmen sollte. Okay, erste Runde geschafft. So, jetzt noch zwei Runden. Versuch.
keine Chance. Ey, beweg dich doch mal. Können die jetzt einfach mal tot sein? Ich hoffe, das reicht jetzt gleich mal. Was war da denn jetzt los? Ich will G drücken, G, G, G. Nee, hab ich auch nicht. Kann man das denn mit so wenig Mega-Power-Tränken überhaupt schaffen? Das schaffe ich nicht. Wie viel Uhr haben wir jetzt? Wir gehen noch mal dahin und gucken, dass wir mit mehr Mega-Power-Tränken da reingehen. Das hat doch so keinen Sinn. No.
Ja, nehmen wir das von vorgestern. Ist so. Dann weiß ich aber jetzt, was mich erwartet. Ihr findet, sie sollten stolz auf all ihre gebrauten Tränke sein. Ja, bevor wir das jetzt machen, müssen wir richtig gut werden. Ich brauche dann auch mehr Stufen. Mehr Sachen. Ich muss vorbereitet sein. Wir werden auch erstmal noch einfach mehr Sachen auf der Karte machen. So, ich werde jetzt aussuchen, was wir das nächste Mal machen und dann machen wir das erstmal. Sorry, dann ist der eine Demigeist halt weg. Ist egal. So, wir machen. Oh, wo war der Demigeist nochmal? Hier irgendwo, ne? Ja, dann nehmen wir den halt nochmal. Dann nehmen wir den einen Demigeist nochmal. Beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.